Ja, auf jeden Fall vorher das Praktikum machen, dass du wirklich vor Augen hast, was hier eigentlich los ist im Krankenhaus. Des Weiteren vielleicht mal Freunde oder Bekannte mit einbeziehen, die vielleicht auch in der Pflege arbeiten. Halt auch mal auf dieser freundschaftlichen Ebene halt einen Austausch hast, wie hier das alles abläuft. Also ich würde auf keinen Fall diese Ausbildung anfangen, einfach mit dem Wissen, was du meinetwegen aus dem Fernseher hast, wenn da mal irgendeine Reality-Soap läuft. Das ist absolut nicht das, was der Wahrheit entspricht. Und dann hatte ich ein freiwilliges Jahr gemacht im Rettungsdienst und habe dann ein Praktikum auf Bundesrettungsdienstes hier im Klinikum gemacht und war sehr beeindruckt, wie hier mit den Menschen gearbeitet wurde, wie gut ich ins Team integriert war und habe mich dann hier beworben und bin dann hier gelandet. Ich habe ein Praktikum absolviert vorab, 2 Wochen in der Kinderklinik. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, im Team gearbeitet sozusagen, am Patienten gearbeitet, Untersuchungen mir angeguckt. Also es war sehr interessant und da habe ich gedacht, nach meinem Abitur, das ist es, was du machen möchtest. Und dann war es bei mir einfach so, durch das Praktikum in der 11. Klasse habe ich dann einfach gemerkt, dass mir das total Spaß macht und dass ich jetzt auch mal endlich praktisch arbeiten möchte nach dem Abitur. Es sind so viele Sachen, die man gar nicht denkt, dass man am Wochenende arbeiten muss, dass man wirklich um 6 Uhr zum Dienst erscheinen muss manchmal und wirklich auch manchmal einige Dienste am Stück, also nicht 5 Tage in der Woche, sondern manchmal auch mehr. Insgesamt war es sehr interessant, also da hat man intensiv das erste Mal im Team gearbeitet. Im Praktikum sieht man natürlich auch sehr viel und man bekommt viele Eindrücke und einfach das Arbeiten im Team macht Spaß. Ja, also ich hatte im Praktikum, wurde ich sehr überrascht, wie eng und wie sehr man mit den Menschen zusammenarbeitet. Und jetzt in der Ausbildung hat sich das eigentlich genauso widergespiegelt. Man ist viel am Patienten, man arbeitet sehr eng zusammen, man hat ein klasse Klima, es wird aufeinander Rücksicht genommen. Und so hat sich das, was ich im Praktikum gesehen habe, quasi in der Ausbildung jetzt widergespiegelt. Ich hatte da damals eine Erfahrung gesammelt, die prägt bis heute noch. Da war ich im Patientenzimmer mit einer Examinierten. Wir haben morgens um 7 die Pflege ganz normal durchgeführt bei einem Patienten, das war ein älterer Herr. Und als wir mit der Pflege halt fertig waren, da hat dieser ältere Herr mich nochmal in die Hand gepackt, hat mir in die Augen geguckt und hat mir gesagt, Dankeschön für das, was du hier tust. Aber dieses Danke, was er mir halt übermittelt hat, das habe ich noch nie so erfahren. Das war wirklich ein Danke, das kam vom Herzen. Also es war nicht dieses Danke wie bei Rewe an der Kasse, das war wirklich ein Danke, das meinte er ernst. Und das war für mich einfach unglaublich schön und das hat mir gezeigt, ich möchte halt arbeiten für etwas, das mir Spaß macht und nicht für Geld. Also für mich war das wirklich so ein ausschlaggebender Punkt. Also bei mir war das auch so, dass ich dann Kollegen kennengelernt habe, die dann einfach so einen Umgangston mit den Patienten hatten, wo ich dachte, oh, das will ich auch können, das will ich auch lernen. Und genau, so war das bei mir. Man sollte auf jeden Fall irgendwie mal reinschauen und sich selber einen Eindruck machen. Aber das eigene Bild, das hat mich einfach am meisten umgeworfen und mir am meisten mitgegeben, wieso ich die Ausbildung jetzt mache und wie ich hingekommen bin. Vorstellung eigentlich eher so Ängste. Ich war damals eher so ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch. Also so diese Gespräche, die wir jetzt zum Beispiel gerade hier führen, die hätte ich damals nie für richtig gehalten. Auch Familientreffen damals, wenn man sich mit Älteren unterhalten hätte, ich war dann der in der Ecke gesessen hat und eigentlich darauf gewartet, dass man nach Hause gefahren ist. So hat mir dieses Praktikum wirklich sehr viel gebracht. Also ich bin viel offener geworden, gehe viel einfacher auf Menschen drauf zu. Habe jetzt keinerlei Probleme, auch sich mit älteren Menschen zu unterhalten, auch über Themen, die man jetzt selbst in einem 25-jährigen Alter jetzt nicht unbedingt sprechen würde. Das waren dann eher so die Ängste, dass ich da jetzt gar nicht so die Offenheit finde, sondern eher so zurückhaltend bleibe. Aber das hat mir dahingehend dann doch schon sehr viel Ängste genommen und mir auch dann wirklich halt die Offenheit dann gegeben, die mir dann auch jetzt sehr viel gebracht hat, jetzt auch in den weiteren Schritten. Ich glaube, es ist ganz viel. Es ist ganz wichtig, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Also dieser Job hat eine ganz großartige Seite, aus der man ganz viel Energie ziehen kann. Und dieser Beruf hat auch eine Seite, die ganz viel Energie nehmen kann. Und das muss den Leuten letztendlich klar sein. Also es ist ganz wichtig, so die Waage zu finden für sich selber auch, dass man auch in diesem Beruf nicht untergeht. Es ist ein anstrengender Beruf, aber er gibt einfach auch unglaublich viel. Und das würde ich den Leuten einfach zu bedenken geben, weil ich finde, wenn man diesen Beruf macht, dann muss man den mit Kopf, Herz und Verstand machen. Man kann nicht Krankenschwester werden und sagen, ja Gott, das ist ein Job, ich kriege da Geld für, ich mache das halt mal, sondern das muss man mit Herzblut machen. Das merkt das Gegenüber, wenn man da nicht die Freude an diesem Beruf hat und das wäre sehr schade.